In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie man einen Volume Select Modifier benutzen kann in Kombination mit dem Morpher Modifier. Als allererstes wähle ich diesen Befehl Plane aus, zeichne ein Rechteck und ändere die Anzahl der Segmente auf 10×10, sodass wir danach mehr erkennen können. Ich ändere mal kurz die Farbe. So, jetzt können wir besser was erkennen. Danach mache ich den Edit Poly Modifier drüber. Unter Edit Poly wähle ich Polygone aus und mit STRG A kann ich alle gleichzeitig auswählen. Der nächste Schritt wäre, diese Animate Button zu drücken. Dieser Button ist sehr wichtig, weil man dadurch noch später Veränderungen an dem Objekt machen kann. Also speichert den letzten Schritt und danach kann man ihn später nochmal verändern. Jetzt suche ich mal den Insert-Button, hier wäre der, drücke da drauf, ändere das nach Polygonen und somit wird ein zweites Polygon nach innen versetzt gezeichnet. Ja, wenn man mit dem Abstand zufrieden ist, dann drückt man einfach auf diesen Knopf hier. Mit den Modifier Delete Mesh können wir die inneren Polygone löschen. Ich mache ein weiteres Edit Poly über meinen anderen Modifier, um den Befehl ganz abzuschließen. Und dann wäre es sinnvoll, diesen Edit Poly vielleicht gleich umzubenennen, sodass wir nicht durcheinander kommen. Genau. Wenn wir unter Settings hier drücken, bei dem Edit Poly, können wir noch sehen, dass wir die Öffnungen nochmal ändern können. Und das nur, weil wir dieses Animate davor gedrückt haben. Ja, als nächster Schritt wäre der Morpher Modifier über die restlichen Modifiers drüber zu tun. Morpher, hier ist er. Und wie wir hier sehen können, gibt es verschiedene Knöpfe. Und auf diese Knöpfe kann man verschiedene Szenen speichern. Das mache ich gleich mal. Also der erste müsste gedrückt sein. Und mit dem Knopf Capture Current State kann ich meine Szene speichern. Jetzt gebe ich mal einen Namen rein, akzeptiere das und schon sehe ich hier den Namen, den ich für meine Szene gegeben habe. Wenn ich wieder zurück zu meinem Edit Poly Insert gehe, unter Polygone, und bei den Settings die Öffnung hier ändere, zum Beispiel so, zurück zu meinem Morpher Modifier gehe, diesen Knopf drücken und wieder diese Szene auswähle, Capture Current State zu, kann man gleich sehen, was ich erreichen wollte, indem man diesen Regler jetzt ändert. Also man könnte die Öffnung somit regulieren. Unter diesem Edit Poly wähle ich mal die Punkte aus, wähle ich einen Punkt hier aus und mit Use of Selection kann ich die eine weiche Selektion machen von dem Punkt aus, den ich ausgewählt habe. Und die Selektion kann vergrößert oder verkleinert werden durch diesen Regler hier. Und somit kann man gleich so ein parametrisches Ergebnis erreichen. So. Ich will euch aber den Volume Select Modifier zeigen, deswegen stelle ich das mal aus und dann zeichne ich mal eine Kugel. Ja, mache die über mein Objekt. Ich mache die schnell transparent, sodass man mehr sehen kann. So. Und jetzt mit dem Volume Select Modifier will ich dieses Gitter mit dieser Kugel verbinden. Dafür muss ich auf mein Gitter drücken, den Volume Select Modifier drauf tun und dann verbinde ich den Kugel, indem ich hier unter Volume Mesh Objekt auswähle, den None-Button-Knopf drücke und dann die Kugel auswähle. Und schon kann man hier sehen,
dass er die gespeichert hat. Wenn man jetzt unter dem ersten Punkt geht hier und Vertexes auswählt, kann man hier wieder eine Soft Selection machen. Ich klicke mal da drauf und erhöhe die Selection. Was sehr wichtig ist, ist, dass diese Volume Select Modifier unter dem Morpher Modifier ist. Deswegen funktioniert es hier noch nicht. So. Und wenn man jetzt die Kugel verschiebt, sieht man, wie sich die Öffnungen ändern. Man könnte noch einen zweiten Kontrollpunkt machen, indem man als allererste diese Sphäre, diese Kugel kopiert mit der Umschaltetaste und Bewegung. Wichtig ist, dass man eine Kopie hat und keine Instanz. Okay. Und wenn man das Gitter hier auswählt, müsste man auch den Volume Select Modifier kopieren. Ich benenne den schnell mal um, sodass ich noch einen Überblick behalte. Das sollte von der ersten Kugel sein. Dann auch kopiere ich das, füge das ein, paste und benenne den auch um in 02. Jetzt muss ich einfach diesen Volume Select Modifier mit dieser Kugel hier verbinden, sodass es auch einen Zusammenhang hat mit diesem ganzen Modifier. Das mache ich genau wie davor. Also ich kann den schon mal verschieben, sodass man sieht, was passiert. Gehe wieder zu meinem Volume Select Modifier 2 und klicke anstatt 4.1, klicke ich nochmal drauf und selektiere die zweite Kugel. Ja, wie ich jetzt gesehen habe, hat sich die Auswahl umgekehrt. Also funktioniert diese Kugel als Magnet und nicht mehr diese. Der Grund dafür ist, weil diese Volume Select Modifier von der zweiten Kugel über die erste ist. Das kann man ändern, indem man hier unten anstatt Replace Add macht. Somit hätte man zwei verschiedene Control. Diese Kugeln jetzt hier funktionieren wie Magnete. Das Gitter reagiert darauf, indem die Öffnungen sich ändern.